Ja, Freunde, willkommen retour. Danke fürs Wiedereinschalten. Zum Wiedereinschalten ist auch gut. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe im letzten Part viel optimiert. Das heißt, wir haben uns alle Linien angeschaut, wo die Fahrzeuge schlecht sind, damit wir die jetzt auch mal ersetzen. Und ja, das haben wir jetzt eigentlich gemacht. Bis auf ja, ein paar Kleinigkeiten noch. Also ein bisschen was haben wir noch zu tun. Spiel läuft im Hintergrund mal, damit wir wieder ein bisschen mehr Geld haben. Und mir ist gerade noch was aufgefallen. Schaut mal, wir haben hier diese Kohleversorgung jetzt hochgedreht, indem wir einen zweiten Zug haben, elektrischen Zug, der auch ein bisschen schneller fährt. Das Problem ist, dass wir überdimensioniert haben. Das heißt, der Zug fährt jetzt gerade rauf, 71 von 120, ganz, ganz schlecht beladen. Und wir sehen hier, dass wir trotzdem nicht nachkommen. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes: Ich schließe hier oben noch diese zweite Kohlelinie an. Müssen wir hier halt diesen Berg irgendwie runterrattern. Aber das werden wir mal machen, damit wir hier ein bisschen effektiver unterwegs sind. Ich habe das jetzt eben nur gesehen, das ist, finde ich, eine recht wichtige Sache. Deswegen hat es eine hohe Priorität, also mache ich es jetzt gleich. Und dann werden wir noch weiter optimieren. Jetzt habe ich hier wieder die Straße mit Busspur gemacht, aber ist im Endeffekt eh egal. Ja, dann bauen wir hier noch eine LKW-Station hin. Kann ich die an die Brücke machen? Nein, schade. Kann ich sie hier hin machen? Schauen, ob sich das noch ausgeht. Okay, dann bauen wir sie hier in den Felsen. Oder im Endeffekt ist es eh komplett egal. So her, gut. Und dann müssen wir schauen, wo ein Straßenfahrzeugdepot in der Nähe ist. Wir können bei Sofia, also in Bulgarien, ein neues machen. Ja, das war's eigentlich schon. Dann lassen wir so einen übertriebenen Truck fahren. Die sind nämlich wirklich genial. Den Tipper 52 hat der dabei. Und der bringt eben hier noch Kohle rüber. Muss ich schauen, ob das eh funktioniert? Ja. So, und die verschicken. Voll. Genau das, was ich wollte. Ausgezeichnet. Müssen wir hier noch kurz schauen. Große Landstraße. Wobei, zahlt sich gar nicht aus. Kann er nur hier. Upgraden. Mich stört es einfach optisch, wenn da noch immer so im Jahr 2022, wo wir jetzt schon sind, noch immer solche Sandwege unterwegs sind. Verlegt sind. Hier sehen wir, das Ding fährt mit 40 km/h über diese kleinen Wege hier. Äußerst ineffizient. Aber da geht es mit der Steigung nicht anders. Gut, aber damit bringen wir relativ viel Kohle jetzt hier an den Bahnhof. Und dann sehen wir eben, der fährt dann nicht mehr mit 71, sondern der fährt dann mit deutlich mehr. Und das Gute ist, schaut mal, die Linie ist jetzt schon die effektivste mit 4 Millionen Ertrag. Das wird uns nochmal ordentlich mehr bringen. Bauen nur noch hier ein paar Lagermöglichkeiten vielleicht, falls wir nicht ganz nachkommen. Dann sollten wir das vielleicht später mal im Blick haben. Vielleicht erinnert ihr mich dran, dass ich das mal anschaue in den nächsten ein, zwei Parts, wenn ich es nicht vergesse. Oder damit ich es nicht vergesse. Aber der fährt jetzt mit 52 runter. Ich würde sagen, einen von denen können wir sicher noch kaufen. Linie 1 will ich natürlich nicht. Das ist jetzt Serbien. Kohle. Anlieferung. That's it. Und ja, bei jedem Ausladen, jetzt sehen wir, ist er zum Beispiel schon voll gefahren. Und dadurch wird diese Linie viel effektiver. Dadurch haben wir oben mehr Stahlproduktion. Das heißt, die oberen Linien, wo ihr hier gerade wartet seid, das werden auch effektiver. Und alle sind glücklich. Nur komme ich mit den Fahrzeugen jetzt echt nicht mehr nach. Müssen wir echt laufen lassen, damit wir ein bisschen Geld zusammenbekommen. Die Fahrzeuge da unten haben wir uns am Ende des letzten Parts gerade angeschaut, nämlich die hier. Das sind diese kleinen Lastwagen, die haben auch schon einen schlechten Zustand. Die müssen eigentlich nur das verarbeitete Öl hier rüberbringen. Das zum Teil hier, zum Teil wird es anscheinend aber auch einfach mit raufgebracht für den Kunststoff. Also einfach gesplittet, je nachdem, wie sie es halt, ja, wie sie es halt wollen.
Da sehen wir sind bei 18. Das heißt, kurz gesagt, da können wir auch einen verkaufen. Einen überdimensionieren. Und dann haben wir einfach ein bisschen weniger Fahrzeuge unterwegs. Finde ich ganz angenehm, ehrlich gesagt. Gerade auch wenn wir später wieder was erneuern müssen. So, die Stahlanlieferung da oben. Da sehen wir, ein Fahrzeug ist schon recht alt. Und die kommen sowieso nicht hinten nach, aber das wird sich jetzt ändern. Es wird jetzt mehr Stahl produziert werden und dadurch auch mehr verschickt. Das ist die falsche Linie. Und die Linie geht's. Ja, eine ist in schlechtem Zustand, der andere mittelmäßig. 38 würde hier zum Beispiel gehen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach noch so einen. Und dann werden wir... Wobei... Ja, jetzt habe ich ihn schon gekauft. Wir hätten durchaus upgraden können, weil die Produktion hier wahrscheinlich auch hochgehen wird. Aber da kümmert sich dann wieder der Zukunftsphilipp drum. So, dann haben wir hier Bretter in Deutschland. Was ist da los? 61 Holz. Da haben wir so viel Holz vor der Hütte und schaut mal hier. Maschinenbretteranlieferung 116 nach Italien. Das sind die, die ich glaube nach Marseille oder Nizza. Ne, Marseille ist das, glaube ich, rüberfahren. Aber kümmern wir uns zuerst mal um das. Das ist schon mal komplett überfordert. Dazu muss man aber sagen, wir haben hier zwei Linien. Ah, die verschicken jetzt beide. Die verschicken beide voll, gefällt mir. Aber der kommt halt nicht hinten nach. Den ersetzen wir einfach mit diesem riesigen Teil wieder. 52. Und damit soll es ein bisschen besser laufen. So. Das müssen wir uns dann auch noch anschauen. Ah. Die hier. Die sind auch schlecht. Oder zumindest der eine ist in schlechtem Zustand. Den werden wir auch einfach mit dem gleichen ersetzen für einen Moment. Gleiche? Ah, ein bisschen kürzer. Okay. Ja, können nicht alle gleich lang sein. So. Dann haben wir hier noch die Stahlanlieferung für die Maschinen. 23 Jahre altes Fahrzeug. Und der muss eigentlich nur von hier mit 19 aktuell zur Maschinenfabrik hier rüber. Das muss also das Teil sein. Ja, wirkt relativ gut ausgelastet. Daher würde ich sagen, bleiben wir jetzt für den Moment einfach mal dabei. Das dürfte ganz gut passen im Moment. Dann haben wir den Zug in Istanbul und wir haben in Marseille einen Treibstoff. Ah, genau, das ist der hier, der momentan aber nichts zu tun hat so richtig. Also der kurze Zug, den wir noch upgraden müssen, der hat anscheinend gar keinen Treibstoff dabei. Ist der lange wieder am Weg? Ist der? Ah, der fährt gerade runter, aber hat auch nichts dabei. Und der macht Minus. Also diese Linie ist mir schon auch ein bisschen ein Dorn im Auge. Da hatte jemand von euch in den Kommentaren geschrieben, dass wir die ja splitten könnten. Schon langsam tendiere ich auch immer mehr in diese Richtung. Das ist halt eine ordentliche Arbeit. Aber vielleicht tun wir uns das jetzt an. Weil ganz ehrlich, wir brauchen halt einen, der dann diesen ganzen Weg rauf fährt. Könnte man es theoretisch so machen. Kann man die untereinander... Ah, schaut mal, das geht. Wie cool ist denn das? Okay. Ich schiebe das jetzt mal alles runter. Und sehen wir mal, das Ding kann 140 km/h fahren, okay? Und das Ding kann 160 fahren. Okay, das heißt, für die lange Strecke sollte man auf jeden Fall das schnellere Teil nehmen. Das heißt, der kriegt diese ganzen Flüssigkeitsanhänger. Ich kenne schon voll die Fachbegriffe Flüssigkeitsanhänger. Und der kriegt das Feste. Das klingt auch irgendwie so eklig. Okay, das ende ich jetzt mal. Kann mal kurz sein, dass wir unsere Linien mehr oder weniger ein bisschen zusammenbrechen. Wir machen jetzt daraus Frankreich, Kunststoff, die
Ölanlieferung nach Marseille. Das passt ja eigentlich. Genau. Da bleibt jetzt der hier zugewiesen. Wir schauen uns die Haltestellen an und wir sagen jetzt einfach nur, der muss von Neapel nach Marseille. Er muss aber natürlich an den Signalen vorbei, das ist klar. Das heißt, wir haben hier 9. Dann haben wir hier ein Signal, damit er auf der richtigen Seite unterwegs ist. Und dann ist er in Marseille. Und wenn er zurückfährt, sparen wir uns Milano. Das heißt, er fährt zu dem hier, das passt. Und wir sparen uns unter Naples. Das ist so ein geiler Name eigentlich. Und jetzt passt es plötzlich nicht mehr zusammen. Jetzt müssen wir ihn vielleicht neu zuweisen. Ja, dann geht's wieder. Das ist hin und wieder, wenn ihr solche signifikanten Änderungen macht. Das heißt, wir haben jetzt einen langen Zug für Treibstoff. Also für Öl eigentlich, nicht Treibstoff. Und dann brauchen wir noch einen zweiten Zug. Das ist eigentlich der hier. Und der soll eigentlich nur von hier nach, genau, hier Kunststoff hinbringen. Hier, genau, das Werkzeug ausladen und wieder zurückfahren. Und das müsst ihr jetzt im Idealfall immer auf den richtigen Seiten machen, dass wir halt zum Rauffahren was haben und zum Runterfahren. Dass die sich nicht in die Quere kommen. Und ja, hier fahren sie halt aufs gemeinsame Gleis. Das ist zu verkraften, finde ich. So. Theoretisch war es das. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das einpendelt. Ich muss jetzt auch schauen, ob der von der Geschwindigkeit her wirklich gut durchfahren kann, ob sich das auch lohnt. Ich sage jetzt mal, wenn der mit 160 km/h durchfahren kann, ohne bremsen zu müssen, ist das Intervall natürlich deutlich besser für diese lange Strecke. Das heißt, so gesehen profitieren wir wieder, weil hier würde er schon abbremsen. Hier wartet er jetzt auf freie Wege. Ah, weil er dem gerade nachfährt. Das heißt, er kann sich immer nur dem... Gut, das ist jetzt gerade nicht optimal, aber ist jetzt nicht so tragisch. Das ändert sich dann eh in Kürze wieder. Aber der fährt dem gerade nach. Und sobald der dann vom anderen Gleis weg ist. Ja, der fährt halt jetzt hier hin und lädt aus. Das heißt, hier kann man sich noch in die Quere kommen. Passiert jetzt. Nämlich komplett, weil das Signal auch falsch gesetzt ist. Großartig. Aber nicht, dass sie einfach so ein bisschen warten. Sie fahren einfach ineinander. Ich liebe es. Ich finde sowas ist so schön unlogisch. So. Aber gut, mit dem Signal habe ich es natürlich an sich verbockt. Da könnten wir jetzt auch einfach sagen, wir machen hier einfach ein zusätzliches Hochgeschwindigkeitsgleis, damit der, wenn er dann von oben kommt, einfach durchbrettern kann. Und das Wort durchbrettern irgendwie so schön. Ja. Durchbrettern ist aber gut gesagt, das geht sich von der Geschwindigkeit her nicht so richtig gut aus. Das heißt... Genau, wir fahren jetzt mal hier hin. Muss er trotzdem schon ein bisschen abbremsen. Also werden wir noch weiter zurückbauen. Je besser das jetzt vom Winkel her gebaut wird, besser passt das mit der Geschwindigkeit. Hier sind wir trotzdem bei 108 km/h. Aber das hier scheint ein bisschen besser zu funktionieren. Aber auch nicht viel. Ja. Was für eine Steigung ist hier wieder zu groß. Boah, das ist wieder nur, weil diese Kackstraße hier rumbackt. So, theoretisch mal. Und dann müssen wir aber schauen, dass wir eben hier, jetzt wäre eigentlich eine X-Weiche cool. Ah, oh, das ist meine erste X-Weiche. Leute, sie ist nicht schön. Sie ist wirklich nicht schön. Aber es scheint so, dass sie funktioniert. Das ist mir gerade am wichtigsten. So, der will jetzt wieder ins Depot. Den weise ich wieder zu. Jetzt muss ich nur schauen, dass wir hier Signale setzen. Hier mal eins.
Ah. Und der sollte dann eigentlich hier natürlich durch, sage ich es wieder, durchbrettern. Das macht er hier auch, sehr schön. Nur, dass er hier gewaltig abbremst, aber das muss er dann sowieso. So. Und jetzt checkt er hier automatisch, dass er hier dieses gleich zum Ausweichen nutzen kann, was sehr gut ist. Das heißt, er kann bis hier fahren. Und dann nutzen sie eh wieder dasselbe Gleis. Dann ist es eh Business as usual. So. Jetzt fährt er halt wieder die ganze Strecke rauf. Das heißt, unten wird sich schon stapeln und wir werden wahrscheinlich schon Waren verlieren. Aber jetzt haben wir das trotzdem ein bisschen besser organisiert für die Zukunft. So. Der kann jetzt hier auch mal rauffahren. Der hat jetzt eben eine nicht ganz so krass lange Strecke vor sich. Und es könnte auch sein, dass der ein bisschen überdimensioniert ist mit der Länge, mit der Anzahl der Anhänger. Das werden wir dann auch später noch checken. Schnell fliegend noch ein paar Weichen eingebaut. Gut, da staut sich's. So, und das ist Linie 1. Der bringt jetzt eigentlich, wie nenne ich ihn die? Italien? Kunststoff und Werkzeug. Ich denke, wir werden es schon irgendwie hinkriegen und checken, was damit gemeint ist. So, jetzt hoffe ich mal, dass die Strecke jetzt wirklich funktioniert. Wie gesagt, da wird sich jetzt einiges stauen. Hier sind wir vom Tempo her super unterwegs mit 160 km/h. Mussten jetzt nicht runterbremsen, das ist schon echt angenehm. Hier wird es wahrscheinlich nicht ganz gehen. Nein, da bremsen wir wieder runter, weil die Kurve ein bisschen zu lange, zu langsam ist. So. Und dann wechseln wir hier auf das rechte Gleis, dass wir uns ja mit der anderen Linie, die nach der Treibstoff nach Rom bringt, teilen. So, jetzt beobachten wir das noch kurz. Hier unten haben wir eh nichts umgebaut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue in diesem Stück einfach immer wahnsinnig gern zu, weil es so schön ist. Hier sehen wir, dass gerade die Treibstofflinie nach Rom runterkommt. Das heißt, die muss jetzt ein bisschen warten. Und der lädt hier jetzt endlich wieder Treibstoff mit ein. Und dann geht es schon wieder nach oben. Dadurch haben wir hier unten auch bei diesen Engstellen nur zwei Züge, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Vorher hatten wir ja drei, davon zwei extrem lange. Das heißt, jetzt kommen die sich hier unten auch nicht ganz so oft in die Quere. Ich hoffe, es ergibt halbwegs Sinn, dass wir das gemacht haben. Wir werden sehen. Jetzt schauen wir mal kurz nach Istanbul, weil da haben wir den Zug, der den Treibstoff runterbringt. Und der ist tatsächlich nicht ausgelastet. Das Problem ist, dass hier nach wie vor nicht genug gelagert ist. Abnehmer zu 100%, ja. Zu 100% diese Firma. Und hier Abnehmer zu 100% Istanbul. Das heißt, es wird einfach nicht mehr produziert als das. Er macht knappes Plus. Also theoretisch müssten wir da jetzt nichts großartig umbauen. Es ist halt einfach vom Zustand her jetzt nicht mehr optimal. 49 Jahre halten die aus. Gute Lebensdauer. Aber hilft halt nichts. Da werden wir jetzt einfach eine von denen nehmen. Ich glaube, für diese kurze Strecke reicht's. Und 60... Ja, und damit haben wir hier wieder einen neuen Zug und damit ist der Zustand hier auch nicht mehr schlecht. Jetzt haben wir noch Frankreich, Marseille Treibstoff. Das ist der eine kleine Truck, der, wenn der Zug hier ausgeladen hat, dann nicht der, sondern der andere Treibstoff in die Stadt bringt und erwartet. Er ist in freudiger Erwartung. Und da oben kommt jetzt 40 Treibstoff, was er dann mitnehmen kann. Würde ich persönlich jetzt nicht größer machen, weil wir hier sehen, so richtig vorankommen tun wir da nicht. Wir könnten den theoretisch nehmen. Das wäre dieser Cybertruck-Verschnitt.
Nicht ganz. Nehmen wir das Ding einfach mal, was interessant ist, wie es aussieht. Da haben wir einen E-Truck. Da sehen wir den Modder, Mike C. Vielen Dank, Mike. Thank you, Mike. Falls du nicht der deutschen Sprache mächtig bist, dann ist aber auch sehr unwahrscheinlich, dass du hier reinschaust. Aber danke auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. So, wir sehen hier übrigens, das Ding fährt tatsächlich ordentlich vollbeladen runter. Schauen wir mal kurz. Das heißt, der ist ja nicht ganz so schnell, hat dafür ordentlich Zugkraft, muss hier jetzt gleich mal den Kunststoff ausladen. Das geht sich von der Länge her auch nicht ganz aus. Ja, und dann fährt er weiter. Und da ist halt schon blöd, dass die sich jetzt hier nicht irgendwie in die Quere kommen. Wenn der jetzt hier runterfährt und dann warten muss, weil der hier auslädt, ist eigentlich nicht so optimal. Theoretisch könnte man hier einfach eine Schiene als Umfahrung nutzen. Ich hoffe, dass das halbwegs funktioniert. Haben wir noch Zeit eigentlich? Ja, ein bisschen geht noch. So zum Beispiel. Und dann hier einfach wieder dazu. Ja klar, dass das mit dieser Kackstraße wieder nicht funktioniert. Ach, aber die ist auch unfassbar hässlich. Also die werden wir jetzt neu bauen. Ja, das ist ja wirklich schlimm. So, ich mache hier mal schnell den Weg rüber. Will ich es so machen eigentlich schon? Ja. Denke mal schon. So. Jetzt haben wir hier eine Hauptverbindung gekappt. Das mag das Spiel gar nicht. Bau nicht möglich, Steigung zu groß. Können wir nur mal so machen. Und dann macht es die Kurve. Eine wunderbare Straße, oder? Also ich finde es cool. So. Und dann kann das Ding eben hier rechts vorbeifahren, wenn der zum Beispiel auslädt. Wobei theoretisch wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir hier einfach weiter durchziehen. Dass wir hier einfach die Geschwindigkeit voll nutzen. Dass der halt einfach auf dem rechten Gleis fährt. Und hier quasi. Warte mal, das sind wieder so tricky Sachen, die echt schnell passieren können. Dass man sowas wieder übersieht. Und dann wundere ich mich wieder, warum die Wegfindung nicht klappt. So, das heißt, der kann hier auch einfach weiterfahren. Jetzt müssen wir natürlich das hier wieder ein bisschen abreißen. So viel Optimierungsarbeit. Aber das gehört zu diesem Titel dazu. So. Und. Das ist auch gut. Das ist richtig lustig. Ja. Steigung zu groß. Das soll ich nicht so ankacken. Ich mache das jetzt einfach so. Da können wir dann eh irgendwelche X-Weichen noch machen. Dass ich auf das noch nicht drauf gekommen bin, dass man das einfach so rüberziehen kann. Das ärgert mich jetzt schon so generell ein bisschen. Muss einfach über mehrere Gleise ziehen kann. So simpel nämlich. Echt gut gemacht im Spiel. Oh, die Kurve. Die Kurve ist, wenn du mit einem Schnellzug unterwegs bist, aber echt doof. Jetzt haben wir es so schön hier überall effektiv versucht zu bauen. Das ist natürlich auch großartig. Schaut echt falsch aus. Das lieber nochmal.
So. So. Jetzt müssen wir nur schauen, auf welcher. Geht ja wirklich hauptsächlich ums Runterfahren. Ich packe hier einfach mal ein Signal ein. Und es geht hier um diese lange Treibstofflieferung. Das ist diese französische. Nach Marseille und vor diesem Signal. Nach Marseille und vor diesem Signal muss er. Sacre bleu, wo habe ich denn das hingebaut? Hier. Rechtes Signal. Wieso? Fünf, sechs. Ach so, weil er dann nicht auf das kommt. Das streich mal raus. Ja, und dann? Was ist denn da das Problem? Er kann dann schön hier entlang fahren. Und fährt dann hier. Fährt hier eigentlich auch rechts runter weiter. Daran scheitert es anscheinend. Ich sag's euch, Leute, ich habe schon wieder irgendwo was übersehen. Das schaut alles gut aus. Das ist nicht das Signal. Das ist das Signal, wo er hin will. Das ist das. Und dann müsst ihr wieder zurück nach Naples. Aha, okay. Wie kommt er von diesem Signal? Oder kommt er zu dem gar nicht hin? Das kann natürlich auch sein. Also, er fährt hier runter und er muss hier aufs rechte Gleis. Ich packe hier mal eins hin. Und schau mal. Er findet ja das schon nicht. Sagen wir, der fährt hier auf die rechte Spur. Fährt hier rechts durch. Und dann müsste es. Schaut mal. Also. Diese Sachen sind unfassbar frustrierend. Also, vielleicht ist es eh jemandem von euch aufgefallen, das ist natürlich gut möglich. Aber ich finde, man übersieht es wahnsinnig leicht. Und das kostet Nerven und Zeit. Aber wir haben es jetzt grundsätzlich geschafft. Ich würde nur gerne einmal zuschauen, wenn der da runterfährt. Ob das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Aber wir sind von der Zeit her eigentlich schon wieder am Ende. Und das Zuschauen, das wird noch ein bisschen dauern. Gut, Leute, ich mache jetzt den Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich werde dann einfach hier einsteigen. Dann schauen wir uns die Linie einmal von oben an. Ob das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und ja, ich freue mich drauf. Bis bald, danke. Ciao.